Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch allen. Heute geht's wieder los mit Microsoft Flight Simulator. Und zwar, wie jetzt habe ich ja die letzten paar Tage einige Anfragen bekommen, wo ich hinfliegen soll oder wo die Leute gerne sehen würden, wo ich landen soll. Und ja, diese Liste arbeite ich jetzt nach und nach ab. Also Linz war letztens schon dabei und zum Beispiel auch Zeltweg war letztens auch dabei. Und jetzt dann geht es weiter nach Schärding. Also Lima, Oskar, Lima. Ja, S weiß ich nicht. Nicht mehr im IK-Alphabet, keine Ahnung. Auf alle Fälle geht es von Linz nach Schärding. Das ist ein kleiner TA-Flugplatz. Darum fliege ich hier jetzt wieder mit dieser zweimotorigen Diamond 62, also TA-62. Und ja, dann würde ich sagen, auf ins Flugzeug, alles einschalten und dann fliegen wir. Ist heute auch eine relativ kurze Strecke. Maximal, ich glaube maximal 20 Minuten wird das heute dauern. So, dann drehe ich hier mal den Strom auf. Dann sollte ich hier alles einschalten. Ja, sehr gut. Machen wir da mal die Beleuchtung der Knöpfe einschalten. Also die helligste Tag, weil sonst keine Beleuchtung. Also wie gesagt, wir stehen hier in Linz. Auf Linz. Wir werden von der 26 Richtung Westen starten. So, der ladet hier noch alles schön. Na, dann mal hier mal Enter, Enter. Das ist Enter. Das ist die Enter-Taste. Ah ja, das habe ich so auch noch nie gesehen. Achso, der wartet noch. Der tut noch alleine. Okay, nur ein bisschen warten. Da hat es nämlich auch ein Update geben. Soll es ein World-Update geben für Microsoft Flight Simulator. Und irgendwie hat aus dem Store aber auch gleich relativ viel geladen. Also keine Ahnung, was sich alles geändert hat. Das schaut auf alle Fälle hier ein bisschen anders aus. Warum auch immer. So, der Flugplan müsste geladen sein. Ja, das schaut ganz gut aus. Okay, dann, wenn das alles soweit passt, stelle ich hier mal meine Flugzeiten ein. Einmal den Luftdruck anpassen. Dann fliegen werde ich heute auf 3000 Fuß. Laut Flight Director Navigation, aha. Irgendwas fällt einem da. Ich weiß nicht, warum das da so rot hinterlegt ist. Ah, Avionik Master. Werde ich brauchen, deshalb vielleicht. Ganz vergessen. So, dann werde ich mal kurz meinen Flight Tracker aktivieren. Dass ich es nicht vergieße. Und so, Position Lights. Ein Strobe Lights, weil ich jetzt die Triebwerke starten will. Sonst sieht alles soweit so gut aus. Gut, dann starte ich mal das rechte Triebwerk. New Pumps für rechts an. Master Switch an. Öldruck und so. Oh, Öldruck ist da. Okay, dann drücken wir mal da die Starttaste. Und er läuft sehr gut. Die Fuel Pump hier wieder abdrehen. Ich kann auch mit dem linken Motor. Öldruck ist da. Und Start. Jawohl. Zweites Triebwerk läuft auch. Das ist schon mal sehr gut. Das habe ich jetzt zu früh gedrückt. Jetzt muss ich dann kurz nochmal dieses eine Programm starten hier. Moment. Wo war das? Flugsimulator, Microsoft, Windkorrektor. Noch ein bisschen warten, wenn das noch startet. Okay, so, jetzt schauen wir mal, ob wir da nochmal alles ergeben können. Laut Navi will ich. Aha, ja, jetzt hat das genommen. So, was machen wir noch? Wir stellen unseren Transponder ein. PFD Options. Da tun wir mal ein GPS-Signal hin. ILS haben wir erkannt.
Mit Navigation entfernt. Okay, ich hab zwar keine Liste, aber ist wurscht. Windhammer, DMI, Schritte für Dame, wirst du nicht brauchen. So, Fighter Teeth schalten wir ein. Sonst brauche ich da nichts. Stream Referenz ist alles eingeschaltet, das passt Minimums. Dadurch auf Sicht fliege, stelle ich mir die heute auf 500. Das passt. Sieht da soweit gut aus. Lass mal schauen, ob der Windkorrektor da richtig funktioniert. Ja, jetzt funktioniert das sehr gut. Okay, und dann hätte ich gesagt, ich fahre zur Runway. Taxi Lights on. Und dann fahre ich gleich zur Runway. So. Moment, also ein bisschen. Wir rutschen, Parkbremse aus und Gas geben. Und dann geht auch schon für Runway. Nicht so schnell werde, also ein Gas wieder rausgehen ein bisschen. Bisschen Gas geben. Ja, da hinten sind wir wieder schon die Hangar vom Militärflugplatz. Der Linz Airport. Weitert fehlen, wie du auch immer. Vielleicht werden die Motoren zu langsam laufen. Ich will nicht zu schnell werden. Ich hinter eigentlich in Ground Speed. Jetzt ist ein Auto, da gibt es keinen Crash. Ich weiß nicht, dass der Ground Speed out sagt. So. So, geht's dann auch gleich zur Runway da vorne. Geht er wirklich nicht in Ground Speed eigentlich auf dem Display? Na, ich finde ganz interessant. Wieder ein bisschen Gas geben. Vorne ist irgendwo die Haltelinie. Schalte ich dann die Landelichter ein. So, hier schalte ich die Landelichter ein. Dann schalte ich auch den Flight Stick ein. Für den Start. Mal alles kontrollieren, das schaut alles gut aus. Die Runway ist, sollte lang genug sein, da kann ich gleich von der Mitte aus starten mit dem Flieger. Drehung ein bisschen nach oben, also ja. Okay, na dann, take off. Ungefähr auf 90% stellen. Gut aus. Rotate Speed ist da. Und Lift Off. Sehr gut, ich habe vergessen das Heading zu anpassen. Gear Up. Nachtrimmen. So, jetzt vom Start, wenn ich dann links raus sehe, sollten wir Wels sehen. Irgendwo. Schauen wir mal. Machen wir das Ganze von außen ein bisschen. Müssen wir weiter nach links fliegen. Abflug von links. Und da vorne dann irgendwo müsste man Wels sehen. Auch nicht wirklich steigen, weil man Geschwindigkeit aufbauen kann. Dann nach unten trimmen, das steigt mir wohl zu stark. So, dann schalte ich hier mal den Autopiloten ein.
Mach mal Vertical Speed. Auf 500 reicht. So. Und der Flight Stick wieder aus dabei. Falschen Knopf. Da. Dann können wir uns hier die Umgebung ein bisschen ansehen. Also wie gesagt, da müssen halt irgendwo Wälzen. Keine Ahnung, ob man das erkennt. Wahrscheinlich da vorne, das muss halt Wälzen. Und zu weit weg. Wir fliegen dann nur an Hirsiachen vorbei und an Ried. In Ried. Ried im Innkreis geht dann Richtung Norden, also rechts vorbei. Nach Scherding. Ja, das sollte besser sein. Dann schauen wir da kurz den Flugplan an, das wird ein bisschen größer machen. Genau, weil das auch der Flugplatz Wels hier zu sehen. Und da vorne bei dem Wegpunkt sollte Ried liegen. Wenn ich auf S drücke, das sagt er mir nicht, dass hier. Jetzt nicht mehr den Flugplatz Wels, ist das der? Der ist da wahrscheinlich. Der Flugplatz soll sein. Yep. Ich bekomme eine Nachricht. Ich bekomme gerade eine Nachricht von jemandem, der meine Daten haben will. Moment. Ich antworte nach dem Livestream. Solltest du gerade zusehen? Ja, ich sende dir dann die Daten. Wenn nicht, ich antworte dir dann gleich per Messenger. Wollen wir mal den Luftdruck anpassen und ich bin ein bisschen zu schnell, aber jetzt gerade auch passt. Ich kann jetzt mit der Power ein bisschen rausgehen. Ich bin jetzt im Reiseflug. Ich weiß gar nicht, gibt es da Wiener? Brauche ich zwar jetzt heute nicht, aber. Ah ja. Hat den Anflug nicht so eingespeichert, wie das sollte. Aber ich komme da schon halbwegs schön runter, denke ich. Wetter ist ja schön, man sieht ja relativ viel. Aber könnte ich hier irgendwo was eingeben? Nein, leider nicht. Gut, dann nicht. Na, machen wir alles auf Sicht dann. Ich weiß nicht, beim letzten Wegpunkt heute ungefähr bei 2000 Fuß sein. Aha, den letzten Wegpunkt sagt er mir gar nicht so, wie ich wollte. Der hat das falsch eingespeichert. Wurscht, dann machen wir komplett auf Sichtanflug in Schluss. Ich werde es schon irgendwie hinbringen. Bin schon lange nicht mehr VFR geflogen. Lange nicht mehr mit dem Flieger. Also, ja. Irgendwie schaffen wir das schon. So, da weg, habe jetzt vergessen, die Uhrschaft. Also, da dann, das ist, wie heißt das? Hützler, aber da gibt es gar nicht eher diese VfR-Karte, ist nicht nur der, die Namen für die Ortschaften. Irgendwie. Moment, den Londerkrach. Da werden keine Ortschaften angezeigt. Schade. Ja, das ist. Oh ja, da war IF 33, muss ungefähr 2000 Fuß haben. Dann passt das. Das wird mir da einen schönen Anflug zusammenbringen. Dann trinke ich mal kurz was. Ich gehe mir den Oberösterreich natürlich aus, was da für Botschaften alles gibt. Außer die bekannten wie Wels oder Ried im Innkreis, wo wir dann gleich vorbeibleiben. Aber ansonsten schaut das da schon ganz hübsch aus. Das ist ein anderes Flugzeug. Mein Luftdruck wieder anpassen. Hexalite kann ich da bei O dran.
Was steht in der Luft? Ja, yeah. Das probiert auch mal wieder aus, cool. Gibt halt keinen Ton dazu, aber es funktioniert. Cool. So, da vorne in der Ferne sollte man irgendwo schon Ried sehen, aber tut man nicht, weil Microsoft Flight Simulator die Auflösung nicht so leibend stört in der Ferne. Und schauen wir uns da ein bisschen die Ortschaften an. Stimmt ja, ich habe jetzt ein neues Add-on installiert, was man die ganzen Strommasten richtig setzt in Europa und so. Muss ich quasi bei den Anflügen auf die ganzen kleinen Flugplätze auch aufpassen, dass da nicht ganz Strommasten sind. Hätte vielleicht früher schauen sollen, ob es bei dem Flugplatz welche gibt. Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Das heißt, ich brauche dann 3000 Fuß. Ich brauche noch genug Zeit, glaube ich, zum Sinken. Wenn wir dann ausrechnen. Ja, geht leicht aus im Flugzeug. Dass er nicht so schnell ist. Ui, hat's geruckelt. Hoffentlich macht das neue Microsoft Flight Simulator Update keine Probleme. Gerade Arsch, wenn er jetzt wieder abstürzen wird. Habe ich schon lange keinen Absturz mehr gehabt eigentlich. Also das Programm Absturz. Ja, mit dem Flugzeug bin ich auch schon lange im Absturz, dass also das auch einmal wieder Feuerlöschaktionen machen wollte. So, Heading nochmal anpassen. So, irgendwo voraus, da müsste Ried am Innkreis irgendwo sein. Keine Ahnung, ob man das erkennt. Mal stark auch die Ortschaft hier in Ried. Yep, das dürfte Ried am Ingress sein. Im schönen Oberösterreich. So, das heißt, wenn der da die Kurven fliegt, muss ich langsam anfangen ins Sinken. Ah, sieht man mit 200. Dass ich dann schön ausgehen. LOLK ist der Flugplatz. Keine Ahnung, was es ist, Werner. Das ist Ried im Innkreis. Eindeutig. Keine Ahnung, wo man das erkennt, die was dort wohnen in der Nähe. Das dürfen nur als Standardgebäude sein. Und warum sinkt das Flugzeug nicht? Ein bisschen schneller sinken. Noch ein bisschen aus dem Gas rausgehen noch. Nicht zu schnell werde, beziehungsweise schon Geschwindigkeit abbaue. Aber 50%, das wird ganz gut funktionieren.
Und dann geht's ja auch schon nach Scherding. Dann haben wir den Flugplatz jetzt zur Sicht. Ah, ist doch noch ein bisschen weiter weg, der Flugplatz. Der Flugplatz selbst ist ungefähr auf 1000 Fuß, 1100 Fuß. Ja, das schaut ganz gut aus. Vom Standing her, also im Sinkflug. Ich dachte ein bisschen zu schnell, dann ein bisschen langsamer sinken. Und dann später werde ich auch gleich übernehmen, glaube ich, wenn ich den Flugplatz sehe, dann sollte ich ihn irgendwann mal sehen. Ja, bin ich schon etwas zu tief eigentlich. Also wenn man jetzt vom realen Flugverkehr ausgehen würde, wäre ich sich schon viel zu tief. Aber zum Glück fliegen wir ja nur im Microsoft Flight Simulator. Das ist wurscht, wie tief ich fliege. So, dass ich bei dem Wegpunkt bei 2000 bin, das geht sich auch schön aus. Dann müsste ich eigentlich da drüben irgendwo dann schon einen Flugplatz sehen. Ich aber nicht. So nicht. Ja, da ist er. Ja, dann gehe ich jetzt mal vom Gas runter. Ich schalte euch gleich den Flightstick ein, bevor ich es dann wieder vergisst. Also da wäre noch ein bisschen mein Autopilot sinken. Jetzt muss noch weiter vom Gas runter. Da, wo ist der Flugplatz? Doch, wohin ist er? So, pass auf, das heißt, ich übernehme mal das Flugzeug hier. Schau, dass ich halbwegs schön hier runterkomme. Da ist die Runway da vorne. Es gibt keine Puppy Lights oder so. Also ein bisschen Wald vor der Runway. Das ist nicht so relevant. Okay, ich stelle mal die ersten Flaps rein. Das Fahrwerk haue ich raus, damit man Geschwindigkeit abbauen kann. Ja, weil ich da schön runterkomme. Okay, Full Flaps rein. Anflug ist irgendwo um die 80 Knoten mit Full Flaps. Ist hier ein guter Anflug. Ja, da ist Scherdinger Flugplatz schon. Schauen wir mal. Muss ein bisschen nachtrimmen. Geschwindigkeit habe ich schon schön abgebaut. Das heißt, ich kann wieder ein bisschen mehr Gas geben. Und nachtrimmen. Ganz schön viel nachtrimmen. Hier noch über die Bäume drüber komme. Wind passt auch, der kommt schön von vorne. So, da ist die kurze, sehr kurze Runway. So, wieder vom Gas wieder raus. Hat aufpassen, dass er hier nicht in die Bäume fliege. So, schauen wir mal, ob wir da schön runterkommen. Sogar der Aufsetzpunkt schön markiert. Und das Segelflugzeug liegt dann neben der Runway. Hat Gas raus. Ja, sehr kurze Runway. Hier gleich ganz aus dem Gas raus und das war eine sehr heftig starke Landung. Das war keine schöne Landung, ne? Die war extrem hart. Das war nicht so schön. Aber ich bin schön hier in Scherding gelandet.
Dann werden wir sie da gleich da links zur Feuerwehr stellen. Exit Lights an. Ja, das war keine schöne. Da waren sogar die Strommasten von der anderen Seite. Das war keine sehr schöne Landung. Nein, 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 nein. Nein, das war nicht schön. Flaps wieder einfahren. Gut, kommt da der Feuerwehrwagen. Erding suchen, jawohl, da bleibe ich jetzt gleich stehen. Okay. Ja, warte, meinen Flight Tracker ausschalten. Moment. Das war eine sehr heftige, harte Landung, ja. Minus 421, bist du deppert. Das ist nicht labernd. So, links nach Erding. Ich habe zu spät ausgeflärt. Oder braucht euch schon zu langsam. Hätte ich besser machen können. So, das ist einmal erledigt. Wir können mal probieren, ob ich die Wiederholung heute starten kann. Ich bin drauf gekommen, es gibt Probleme mit der Wiederholung. Dem Wiederholungsmodus von Microsoft Flight Simulator, aber ich probiere es trotzdem mal aus. Ich muss aber zuerst in der Musik ins Menü gehen und den Entwicklermodus aktivieren. Dann kann ich. Ach so, keine. Ich habe den Replay-Modus nicht aktiviert. Ich habe es nicht aufgenommen, weil ich tot war. Na gut, dann gibt es keine Replay. Dann gibt es kein Replay. Ja, in dem Sinne war das der kurze Flug nach Scherding. Das Video gibt es dann noch. Das Landevideo mit der sehr, sehr harten Landung gibt es dann auch wieder auf TikTok. In dem Sinne sage ich mal Dankeschön an alle fürs Zuschauen. Schauen wir mal, ob heute funktioniert mein Übergang. Ja, heute funktioniert er komischerweise mal wieder. Dann drehe ich das Flugzeug noch ab. Also in dem Flugzeug nicht allzu schwierig, brauche ich nur da die Schalter dran. Und sage, danke, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Danke für alle, die zugesehen haben. Und es geht dann weiter, der nächste Flug geht nach, Moment, kann ich kurz nachschauen. Ich muss wieder vergießen. Ist auch wieder ein Wunschflughafen. Moment, also ein Wunschziel von euch. Es geht nach LOXA, Eigen Steiermark. Das ist dann der nächste Flug von hier weg, von Scherding. In dem Sinne, danke und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.